Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Und wie immer darf ich wieder dich begrüßen, Pater Karl Mallner, Professor für Sakramententheologie an der Hochschule Heiligenkreuz. Lieber Pater Karl, wir haben ein Jubiläum. Das ist jetzt unsere 100. Sendung. Die 100. Sendung. Natürlich bist du ein Star dieser Sendung. Aber die eigentlichen Stars dieser Sendung, das sind die Zuschauerinnen und die Zuschauer, die uns die Fragen stellen, die Sendung verfolgen und wir reagieren halt auf das, was die Leute uns schreiben. Und ich möchte diese 100. Sendung mal einfach auch nutzen, unseren Technikern zu danken, dem Herrn Hepp, der im Hintergrund so viel arbeitet, oder auch den Damen in der Verwaltung, die die Fragen dann sortieren und weiterleiten. Also, und natürlich ein ganz besonderer Dank auch dir. Und so darf ich mit einer ersten Zuschrift beginnen. Lieber Pater Karl, lieber Pfarrer Rimmel, Gott sei Dank kann man die Eucharistie feiern aus Wien bei KTV anschauen. Schön, wenn das die ganze Woche wäre. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist ja auch schon viel. Liebe Zuschauer, Sie können am Montag auch die 12er Messe aus Köln mitverfolgen, am Freitag dann aus Königstein von Kirche in Not. Ich schaue und bete jeden Mittag. Pater Karl macht einen Mut und es geht einem gleich besser. In dieser schwierigen Zeit muss man zusammenstehen. Und man glaubt an Gott und dann sollte es einem besser gehen. Corona-Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Hände waschen. Beten ist eine große Hilfe. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Stunde der Seelsorge. Weiter so. Pater Karl macht ganz tolle Predigten und das stellt einen auf. Ich bin alleinstehend. Für ältere Menschen, von Nachbarn kümmere ich mich gerne. Man hat Freude, wenn man so eine Stunde der Seelsorge sehen kann. Ich schaue sie beide jeden Tag. Man vergisst doch ein wenig die Ängste und die Bedrohung durchs Virus. Pater Karl, ich freue mich auf den nächsten Gottesdienst in Wien. Ich bete für Sie und alle. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist doch eine schöne Zuschrift zur 100. Sendung von Stunde der Seelsorge. Ja, also von den grünen Blättern kontrastiert jetzt mein roter Kopf noch mehr. Lob. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte dazu sagen, also ich bin auch überrascht, dass wir schon 100 Sendungen haben und vielleicht auch, dass die Zuseherinnen und Zuseher auch wissen, wie das zustande gekommen ist. Wir haben gesagt, wir müssen Seelsorge machen in der Corona-Zeit. Es war deine Idee, Thomas, dass wir das machen. Und es war für mich teilweise aufregend, weil wir hatten ja Umbauarbeiten im Lockdown im März und im April. Man hat die Bohrgeräusche und Hämmergeräusche gehört. Ich bin unten im Keller gesessen mit dem Laptop. Mittlerweile sitze ich in dem hergerichteten Büro hier und das Ganze geht ein bisschen besser. Das Lob, ich sage immer, wenn man gelobt wird, dann soll man es einfach annehmen. Aber ich möchte vielleicht auch ein bisschen zu meiner Verteidigung sagen, ich bin oft nicht sehr zufrieden mit dem, was ich antworte, weil das könnte profunder sein, das könnte besser formuliert sein, das könnte mit mehr Detailwissen jetzt eben versehen sein. Aber wir haben das ja diskutiert, Thomas, dass wir das doch so lassen, dass ich die Fragen vorher nicht weiß. Und weil sonst wäre es zu sehr wieder vielleicht ein theologischer Vortrag und würde zu sehr. Also ich antworte einfach aus dem Fundus, den ich habe, und manchmal kann ich alles nicht so genau sagen, wie wenn ich es vorbereiten würde. Aber ich glaube, dass viele haben ja geschrieben, dass dieser Stil auch ganz okay ist. Für einen Theologieprofessor ist es manchmal dann nachher so, dass ich hoffe, dass meine Kolleginnen und Kollegen es nicht anschauen und eben nicht sehen, weil die würden es viel klüger jetzt eben beantworten. Aber man muss wissen, dass alle Vorträge und alle Sendungen, die eben andere machen, oft sehr gut vorbereitet sind, weil man sich eben nichts vergeben möchte. Und das war auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich hier nicht diplomatisch jetzt eben antworte, wie man es vielfach in der Kirche hat. Und bitte auch Verständnis, manche müssen das, weil wir sehen das auch, wie manche Aussagen dann sofort Konfrontationen jetzt eben bringen. Was fällt ihm ein, hier für das zu sein? Oder das ist eben alles sehr emotional. Und ich kam also eben als einfacher Pater, trotz meiner Verantwortung für die päpstlichen Missionswerke, doch leisten, dass ich hier frei von der Leber jetzt eben reden darf.
Da bitte ich aber um Nachsicht, weil wir das eben bewusst so entschieden haben, dass wir es so zu machen. Aber ich freue mich natürlich, Thomas, und möchte auch KTV danken. Ihr seid ja schon vor dem Lockdown da gestanden und habt mit der Übertragung der Mittagsmesse begonnen. Bin auch ganz dafür, dass die an anderen Tagen von anderen Orten übertragen wird. Dreimal zum Mittag von Misse Österreich. Am Montag bitte auch über KTV um 17 Uhr die Kindermesse, die mir ein so großes Anliegen ist, weil wir die Kinder ja erobern müssen und wir müssen die Herzen der Kinder gewinnen für Christus. Und die sind heute in den Medien. Das ist oft leichter für eine Oma, das Enkel dazu zu bringen, mit ihr auf dem Sofa zu sitzen und die Missio-Kindermesse am Montag um 17 Uhr anzuschauen, als dass das Kind jetzt eben in eine Kindermesse geht, wo es überhaupt welche gibt. Ne? Also deshalb haben wir auch diese Formate jetzt eben erfunden und danke, KTV, und danke für die guten Worte. Lieber Pater Karl, viele Zuschauer sind erst mit den Wochen und Monaten zu dieser Sendung gekommen. Ich möchte doch nochmal erklären, wie diese Sendung zustande kam. Der erste Fall, dass jemand an Covid-19 erkrankt war, ist ja im Dezember 2019 bekannt geworden. Der erste Fall in Deutschland war Ende Januar 2020. Und das Robert-Koch-Institut hat noch Ende Februar 2020 das Risiko, an Covid-19 zu erkranken, als gering eingestuft. Am 17. März dann dieses Jahres als hoch und am 26. März als sehr hoch. Und am 11. März hat die Weltgesundheitsorganisation diese Corona-Welle als Pandemie anerkannt. Und es war am 13. März am Fatima-Tag, da hast du mir ein E-Mail geschrieben, ob wir nicht von KTV mehr heilige Messen aus der Missio-Kapelle in Wien übertragen möchten. Das haben wir sehr gerne getan, das haben wir jetzt ausgebaut, du hast darüber gesprochen. Und ich habe dich dann angerufen und habe gesagt, lieber Pater Karl, wir müssen jetzt alle daheim bleiben. Sollten wir nicht den Leuten beistehen als Seelsorger und sie nicht einfach alleine lassen? Und dann hast du gesagt, ich bin sofort dabei. Ich habe dir die Konzeption vorgestellt, dass die Leute können uns schreiben. Wir beantworten dann die Fragen. Es waren auch Verantwortliche von KTV dann bei einer, glaube ich, Skype-Konferenz dabei. Genau. Dann habe ich dich gefragt, wie nennen wir die Sendung? Und dann hast du gesagt, Stunde der Seelsorge. Also so ist das Ganze auch entstanden. Ja. Und wir wollten es eigentlich nicht so lang machen, aber die Reaktionen der Zuschauer war so, dass wir gesagt haben, wir bleiben am Ball. Und zurzeit ist es ja so, dass wir auch, du bist ja jetzt schon ein paar Tage in einem harten Lockdown. In Deutschland geht es noch einigermaßen, aber praktisch auch Lockdown light. Und so, dass wir gerne diese Sendung auch machen. So haben wir begonnen. Ja, ich sehe auch einfach wirklich einen Anruf Gottes und eine priesterliche Pflicht, eben durch diese Möglichkeiten, die wir haben, auch durch die langjährige gute Verbindung zu KTV und die guten Erfahrungen, die ich mit euch gemacht habe. Ihr habt immer meine Vorträge schon vor Jahren, wie ich noch ein junges Priesterlein war, habt ihr die übertragen und über KTV habe ich eine gewisse Reichweite erreicht. Ich merke das, wenn ich in Deutschland zu Vorträgen war, oder ich weiß noch einmal, bin ich in der Schweiz ausgestiegen, in Einsiedeln aus dem Auto. Da durfte ich den großen Frauentag halten und war sofort umringt von einer Schar von Gläubigen. Ja, Pater Karl, wir kennen Sie aus KTV. Und das ist natürlich schon toll. Und ich habe dann auch so eben Erlebnisse gehabt. Es kam ein Freimaurer aus Norddeutschland, der so zwischen 40 und 50, 45 in dem Alter gewesen ist. Und der ist dann extra nach Heiligenkreuz gekommen und hat gesagt, Pater Karl, glauben Sie nicht, dass KTV nur von älteren Menschen gesehen wird. Ich habe durch KTV und durch Ihre Vorträge meinen Glauben gefunden, ist aus der Freimaurerei weg, ist jetzt ein, also wirklich sehr berührende Sachen auch von Bekehrungen. Und deshalb denke ich, dass diese Chance, die in KTV liegt und in der medialen Ausstrahlung, dass die ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft des Christentums hier in Europa. Und danke euch, dass ihr da auch so missionarisch bereit seid. Die muss natürlich auch sagen, da bin ich auch sehr dankbar. Ich darf auch über Missio, darf mich freuen. Zum Beispiel dieses Projekt, das ich habe, das St. Karl Borromäus Spital. Als Dank dann, wir werden nächstes Jahr mit der Grundsteinlegung vielleicht doch schon beginnen können, als unsere Antwort auf Corona, dass wir in einer ärmsten Gegend von Afrika was bauen, da sind ja viele auch über KTV aufmerksam geworden, dass sie hier spenden können.
weil Mission Österreich ist völlig unbekannt gewesen. Also das ist, muss ich auch wirklich sagen, also es ist für uns wirklich hilfreich, dass plötzlich jetzt viele Menschen in Österreich, aber darüber hinaus wissen, dass es die päpstlichen Missionswerke gibt. Weil wie soll ich denn, soll ich mit einem Lautsprecherwagen durch Österreich fahren und sagen, bitte schaut, was wir alles Gutes tun, schaut, wie die Weltkirche wächst, schaut, wie viele Priesterberufungen es gibt. Es ist ja die Möglichkeit, von diesen großartigen Sachen, wie ich sie in der Kirche erlebe, anderen zu erzählen. Also nicht so automatisch da, und KTV ist da echt hilfreich. Ich bin auch im Namen der päpstlichen Missionswerke sehr dankbar für diese Sendung, für diese Stunde der Seelsorge. Lieber Pater Karl, eine weitere Zuschrift. Ich bitte dich mal, deine Maske aufzusetzen. Hast du die noch? Die brauchen wir für diese Zuschrift. Welche willst du? Und meine Maske, unsere Maske. Diese gelb-graue, die finde ich sehr schick. Genau. Also wir haben zwei gemacht, ja. Ich muss das runternehmen. Die eine ist ja für den Gottesdienst auch gemacht, ja. Wie schön wäre es, wenn alle Gläubigen und wenn zumindest die Priester und Ministranten vorne ein bisschen würdevoll ausschauen. Da sind ja auch diese Kreuze oben. Ich habe diese Woche wieder Tausende gesegnet von diesen Masken, die wir gemacht haben. Naja, Thomas, also da schaust du aus wie eine Krankenschwester, die Perücke verloren hat. Ja. Lieber Pater Karl, bitte setz deine Maske auf, und dann werde ich die Zuschrift vortragen. Richtig aufsetzen, über die Nase, sonst geht es nicht. Eine Frage an Pater Karl. Da wir jetzt mit den Corona-Masken nur noch die Augen sehen, ist es sehr aufschlussreich, was wir da zu sehen bekommen. Es heißt ja, die Augen sind der Spiegel der Seele, und manche Augen sind so grässlich, dass es einen graust. Herzliche Grüße. Ja. Lieber Pater Karl, wenn ich jetzt dich mit Maske sehe, also deine Augen, also das ist nicht so grässlich und graut nicht so. Ja, okay. Ein bisschen Humor in der Sendung war auch immer wichtig. Und jetzt haben wir eine nette Zuschrift. Sehr geehrte geistliche Herren, Pfarrer Rimmel und Pater Wallner. Die Zuschrift habe ich gekürzt, dann nehme ich nur einen Teil raus, der Rest kommt in einer anderen Sendung. Vielen Dank für die Stunde der Seelsorge, die mein Mann und ich fast regelmäßig ansehen. Wir finden diese Sendung unglaublich wertvoll und bereichernd. Sie beide ergänzen sich ganz wunderbar. Erstens durch ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten und zweitens auch durch die beiden Nationalitäten als Deutscher und Österreicher, was uns oft zum Schmunzeln bringt. Durch die gute Vorbereitung der Themen durch Sie, Herr Pfarrer Rimmel, und die sehr spannenden Antworten von Ihnen, Pater Karl, ergibt sich eine sehr informative und interessante Mischung. So ist es Ihnen auch möglich, schwierige Themen anzupacken und von mehreren Seiten zu beleuchten. Mein Mann und ich freuen uns, wenn Sie auch weiterhin in dieser bewährten Weise diese Sendung gestalten. Wir wünschen Ihnen viel Kraft und Segen für diese Arbeit mit herzlichen Grüßen. Also, ich möchte mal darauf antworten, dass ich das sehr schön finde, mit dir, lieber Pater Karl, diese Sendung machen zu dürfen. Du bist Österreicher. Es gibt ja, bei uns sagt man, der Tiroler ist lustig, oder ein Steirer Blut ist kein Nudelsuppen, oder es gibt diesen Wiener Schmäh. Lieber Pater Karl, was ist eigentlich der Wiener Schmäh? Das wollte ich dich immer schon mal fragen. Was ist der Wiener Schmäh? Schwierig, ganz schwierig. Ich bin wirklich ein gebürtiger Wiener. Allerdings, ich komme aus Niederösterreich, und meine Mutter, die war schon 3, 4 Jahre verheiratet, und das hat so ausgesehen, es kommt nichts. Ja. Und deshalb waren meine Eltern dann sehr besorgt, wie das erste Kind sich gemeldet hat. Und mein Vater hat hier für damalige Verhältnisse also ein teures Spital gesucht für meine Geburt. Das sind dann auch dann meine Schwester und mein Bruder sind dann hier in Wien geboren worden. Und deshalb bin ich Wiener, eigentlich nur wegen der Geburt. Und dann habe ich relativ kurz nur in Wien gelebt, nämlich zum Doktoratstudium bei den Barmherzigen Brüdern. Und dann jetzt eben seit 4 Jahren, seit ich die päpstliche Missionswerke, also erst jetzt werde ich zum Wiener. Aber der Wiener Schmäh, der ist schon geblieben. Wir Wiener haben so eine Art, wie soll ich sagen, auf die Sachen mit einer gewissen Leichtigkeit zu schauen. Und wenn die noch vom Glauben auch erhellt ist, wo man dieses grundsätzlich Positive hat, wir leben ja in einem Milieu der Erlösung, dann kann man zwar über die Missstände in der Welt, wie man auf Wienerisch sagt, raunzen,
raunzen. Ich weiß nicht, ob dir das Wort bekannt ist. Ja. Raunzen, also jammern würde man sagen, ja, oder lamentieren. Ja. Aber wir sagen raunzen. Aber da ist immer schon so irgendwie, also ein Wiener, der raunzt, ja, das ist eigentlich immer auch etwas Gemütliches und Positives, etwas Nettes und so weiter. Also das ist nicht so diese verbisserte Kritik und man muss das jetzt mal ändern und so weiter. Also Entschuldigung, das haben wir nicht, ja. Es ist etwas Eigenes. Ich weiß nicht, ob ich so der typische Wiener bin. Ich habe auch so das Gefühl, obwohl ich keine slawischen Vorfahren habe, ich war immer sehr verbunden mit Priestern, Theologiestudenten. Ich habe viele Freunde aus dem slawischen Bereich, jetzt auch Orientalen, also viele neugetaufte Perser und Perserinnen, die mir irgendwie auch mentalitätsmäßig sehr nahe stehen. Und ich habe auch sehr viele Freunde aus Deutschland, allein schon deshalb, weil mein Kloster Heiligenkreuz, die 100 Mönche, die wir sind, da sind über 40 mittlerweile aus Deutschland eingetreten und das sind ganz, ganz wunderbare Mitbrüder. Und wenn man so das gewohnt ist, vielleicht auch vom Kloster her, wo so verschiedene Nationalitäten und Mentalitäten zusammen sind, dann erlebt man das als große Bereicherung, diese Verschiedenheit, diese auch in den Geschwindigkeiten, in den Mentalitäten, in der Art und Weise zu reagieren und so. Also ich finde das alles schön. Ein gelernter Wiener freut sich irgendwie über die Verschiedenheit und er nimmt alles ein bisschen so auf die leichte Schulter und und wie gesagt, wenn das Christliche noch dazukommt, also der liebe Gott wird es eh richten, dann kann man eigentlich so ganz glücklich und rund durchs Leben gehen. In jedem Fall können Sie das Raunzen von Pater Karl auch auf YouTube immer nachhören. Alle Sendungen sind dort abrufbar. Und wir wollen ja auch mit dieser Sendungsstunde der Seelsorge Ihnen auch Zuversicht und Kraft geben. Überhaupt, lieber Pater Karl, das, was wir hier machen, würde ich eher als konstruktiven Journalismus bezeichnen oder als Lösungsjournalismus, wie man das heute so nennt. Wir schauen die Themen kritisch an. Wir unterscheiden durchaus, aber wir wollen nicht das Negative nur beleuchten, sondern wenn es irgendwie uns möglich ist, Lösungen vorschlagen und auf das Positive hinzuweisen. Deshalb auch Lösungsjournalismus und so ermutigen und so auch Hoffnung machen unseren Zuschauern, gerade in dieser schwierigen Zeit der Pandemie. Ja, also Journalismus, das ist, du bist journalistisch und medientechnisch ausgebildet. Ich bin ja nur Priester, der sehr gerne verkündigt. Ich habe natürlich auch die Praxis, dass ich seit meinem 23. Lebensjahr Theologie unterrichte, dass ich fast alle Traktate der Dogmatik an der Hochschule vortrage und Sakramententheologie. Und da bleibt natürlich einiges auch präsent, ohne dass man sich groß vorbereiten muss. Was wir hier wirklich vor allem wollen, ist Seelsorge. Deshalb finde ich das ganz toll, Thomas, dass die Leute eben jetzt schreiben. Und dass nicht wir die Leute niederreden, sondern du konzipierst das, du bereitest das immer gut vor. Ja, du bringst auch spannende Themen, du bringst auch Zeitungsberichte und lass die einfließen und so. Vieles erfahre ich da neu, ich lerne auch immer dazu, was sich tut in der Welt. Und das ist spannend, weil oft ist die Kirche so, dass auch die Pfarrer über Dinge reden, die gar nicht in den Herzen der Gläubigen, wie soll ich sagen, da ist gar keine Fragestellung da. Ja? Und zum Beispiel, was du da das letzte Mal mit den vielen Fragen, wie das mit der Bestattung ist. Ja, also für mich ist das gar kein Thema, ob jetzt jemand als Urne oder Erdbestattung, aber du hast gesagt, das sind fast die meisten Zuschriften, beziehen sich auf diese Form. Da sieht man, da ist was da. Wann ist je in einer Kirche gepredigt worden über den Modus, wie man bestattet wird und was das bedeutet, die Würde des Leibes und ob das, was mit der Seele geschieht und so und wann jemand sich der Obduktion verschreibt oder so. Ungefähr war diese Frage nicht einmal. Also ich finde es einfach spannend auch, weil wir müssen den Menschen ins Herz schauen und die Menschen müssen natürlich auch sagen, was ihnen am Herzen liegt. Ja. Ich habe nur einen Tipp, wenn ich den gleich sagen darf, in deinem Namen auch. Bitte schreibt die Fragen kurz, ja, weil es ist wirklich, ich bekomme ja auch manche Zuschriften und wenn ich dann fünf Seiten bekomme, das ist dann wirklich schwierig, oft rauszudestillieren, was ist eigentlich das Anliegen oder worauf soll man antworten. Aber ich glaube,
diese Sendung lebt auch davon, dass sie für euch gemacht ist und dass ihr schreiben sollt, dass ihr Fragen stellen sollt. Und sie können ruhig auch einen weiteren thematischen Bereich abschreiten. So hat noch niemand über Dreifaltigkeit gefragt, ja, oder über die Unterschiede Christentum, andere Religionen. Da gibt es einen großen Spielraum. Natürlich ist jetzt Corona im Vordergrund und die ganzen Sachen. Und das machen wir deshalb auch bevorzugt. Aber wenn diese Sendung mal weitergehen sollte nach dem Lockdown, dann, oder nach Corona, dann brauchen wir, glaube ich, ein noch größeres Spektrum an Fragen. Und ich bin gerne bereit. Aber Thomas, du bist auch ganz frei hier vom KTV. Es gibt auch andere ganz, ganz großartige Theologen, Seelsorger, die man hier auch hier denken könnte, dass man die mal reinholt, weil bei mir wird es natürlich auch so sein, jetzt kann ich nirgends hin, allein 2020 sind 3 Projektreisen, Uganda, Kongo, Pakistan ausgefallen, aber irgendwann muss ich dann auch meine Aufgabe wieder für die Weltmission durch diese Besuche und durch Abwesenheiten wahrnehmen und ich würde mich freuen, wenn KTV Konzepte findet, ich bleibe gern dabei, aber wo man das dann eben jetzt fortführt. Das Konzept ist, Vater Karl, du nimmst deinen Laptop mit nach Afrika, schaust, dass es dort eine gute Verbindung gibt, am besten WLAN, und dann kann man die Sendung auch von irgendwo machen auf dieser Welt. Heute technisch kein Problem. Lieber Pater Karl, wenn wir inhaltlich drauf schauen, am Anfang dieser Stunde der Seelsorge, da waren so Themen im Blick, kann man sich anstecken beim Empfang der Heiligen Kommunion? Es waren ganz, ganz viele Fragen. Dann war am Anfang ganz viel die Frage, die heute praktisch gar nicht mehr kommt, ist die Pandemie eine Strafe Gottes? Da haben wir viel dazu gesagt, diese Frage kommt ja gar nicht mehr. Oder was am Anfang auch ein großes Thema war für unsere Zuschauer, als es hieß, dass man auch plötzlich sterben kann an Corona, ohne Hilfe, ohne Beistand. Was tut man, wenn man ganz alleine, ohne priesterlichen Beistand stirbt. Heute stehen andere Fragen im Zentrum, was die Leute heute interessiert, da werden wir Sendungen drüber machen. Das eine ist, lässt uns die Kirche momentan im Stich? Hat sie sich zu stark zurückgezogen in Corona? Und ein anderes großes Thema, das kommt, wo wir auch viele Zuschriften haben, das ist das, Moment, ist mir gerade entfallen, wo wir, also eines fällt mir auf, über Judas kommen ganz viele Fragen. Was ist mit Judas? Da werden wir drüber antworten. Ja, und das andere ist Impfung. Impfung, ja. Und mit embryonalen Stammzellen und darf man sie überhaupt impfen lassen? Das sind jetzt die neuen Fragen, die kommen und zwar gehäuft. Das können wir jetzt nicht in dieser Sendung besprechen, aber das ist auch ein Thema. Sind die neuen Themen. Ja, also gut, dass du das mit Impfung ansprichst, weil ich glaube, ich muss mich da ein bisschen besser informieren. Ich bin eben kein Virologe, ich bin kein Arzt. Ich bin als Kind selbstverständlich Tetanus und Polio geimpft worden und so weiter. Das waren damals in den 60ern ganz große Fortschritte. Und ich bin ein bisschen baff, auch weil ich eben die ganzen Jahre eben jetzt als Theologieprofessor, Aufbau der Hochschule und so weiter irgendwie auch weg war aus der normalen Welt. Ich habe ein lebendiger Pool, Heiligenkreuz, durfte ich mit aufbauen, mittlerweile größtes Kloster im deutschen Sprachraum, mit dem ich immer verbunden bleibe und in das ich ja nach meiner Tätigkeit dann wieder als einfacher Mönch zurückkehre. Aber ich habe das irgendwie verschlafen, dass es so eine große Impfskepsis gibt und ich lese mit Erschütterung, was mir Leute dazu schicken. Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Mann dann dazu sein werde, um diese Auskünfte zu geben, weil es sehr oft um medizinische Sachen gibt. Und Entschuldigung, also ihr seid, viele schauen aus Deutschland zu, aber wir haben hier den ORF. Und ich schaue mir diese Nachrichtensendungen schon gar nicht mehr an, weil du hast einen Abend hast du den Virologen, der sagt das, am nächsten Tag hast du den Virologen, der sagt das, und ich bin ja nicht ganz blöd, ja, ich bin ja Professor und ich habe super Spitzes promoviert und alles, aber ich sitze da und ich denke mir, was ist das? Wo ist die Richtung? Was stimmt jetzt? Und so weiter. Ich tue mir echt schwer, das zu beurteilen. Ich sage immer scherzhaft, ja, also wissenschaftliche Fakten sind beliebig. Das Einzige, was wirklich halt und das ist die geoffenbarte Wahrheit Gottes mittlerweile. Also diese ganzen, die Wissenschaft erscheint mir plötzlich in dieser Situation als etwas sehr, sehr Vages, ja, wo es überhaupt keine Fundamente zu geben scheint. Ja.
Trotzdem gibt es eine größere Wahrscheinlichkeit, dass die Richtung, die von allen politischen Systemen der Welt verantwortungsvoll, also unter dem, Sie sagen, dass es eingeschlagen worden ist, die richtigere ist. Und wenn ich dann, da habe ich jetzt auch in der Kirche wieder ein Instrumentarium, ich habe Bischöfe, ich habe Papst, ja, ich habe Hirten und ich bin nicht die Norm aller Normen, sondern ich habe hier wirklich eine höhere Verantwortungsebene und da darf ich dann als Priester einfach in diese Situation reingehen und sagen, naja, danke, dass uns die Bischöfe sagen, was wir machen sollen und wir befolgen es halt einfach und konzentrieren uns dabei auf das Wesentliche. Also meine Haltung. Aber ich freue mich auf die spannenden Themen, aber ich glaube, Impfung, das wird mir noch einiges Bauchweh bereiten. Pater Karl, es braucht ja keinen Bauchweh bereiten. Ich werde mich auch ein bisschen vorbereiten. Es gibt auch offizielle Aussagen zur Kirche zu diesem Thema und die können wir gern vortragen im Rahmen dieser Sendung, vielleicht auch dann in der nächsten Woche. Nochmal eine Zuschrift. Guten Nachmittag, Herr Pater Thomas Rimmel und Pater Wallner. Also ich bin Diözesanpriester. Ich gehöre zu der Gemeinschaft, die Jesus selber gegründet hat. Du bist da so ein Sekondo, du kommst über meinen Benedikt. Also, ich verfolge regelmäßig Ihre Sendung. Der Deal des Pater Karl mit dem Herrgott funktioniert. Deal für die Krone der Mutter Gottes, Deal für den Spitalneubau in Afrika. Also du hast ja versprochen, wenn du und euer Werk gut durch die Pandemie kommt, dann bekommt die Gottesmutter eine Krone und die Planung für das Krankenhaus in Afrika ist im Gange. Mein Deal genau. Mit dem Herrgott, ganz kurz, wenn ich das mal fort, du kannst gleich mal, ich möchte die Zuschrift kurz vortragen. Mein Deal mit dem Herrgott, der Heilig-Geist-Rosenkranz wurde der Mutter Katharina Vogel in München geoffenbart. Bet ihn auch für die heutigen Priester. Als ich das im Gebetsschatz gelesen habe, habe ich dem Herrgott folgenden Deal vorgeschlagen. Damals war ich 68-jährig. Ich habe dem Herrgott versprochen, den Heilig-Geist-Rosenkranz täglich während 20 Jahre zu beten, wenn er mir ein Leben bis 88 Jahren schenken werde. Ich bin jetzt 86 und ein halbjährig. Und der Herrgott hat bis heute mein Deal angenommen und ich bin dem Alter entsprechend bei guter Gesundheit. Hatte ich Umstände halber an einem Tag den Heilig-Geist-Rosenkranz vergessen, betete ich am folgenden Tag deren zwei. Im Moment habe ich noch einen Rosenkranz in Reserve. Vielen Dank für eure Sendung im KTV und alles Gute. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also zunächst einmal großartig, ja. Deal muss man ein bisschen aufpassen, weil das kommt doch aus der Wirtschaft. Also ich habe es genannt Gelübde, ja, ein Gelübde gegenüber Gott. Und ein Gelübde ist nur dann sinnvoll und wie soll ich sagen, auch ehrenhaft vor Gott, wenn es sich auf eine Tun für andere bezieht. Also die Frau, die hier den Heilig-Geist-Rosenkranz betet, die tut sowieso etwas in sich Gutes, weil sie den Rosenkranz nicht nur, wie soll ich sagen, für sich selbst betet, damit sie 88 wird und ich wünsche, dass sie 98 wird, sondern sie, Gebet ist immer etwas, was die ganze Kirche natürlich aufbaut, deshalb ist dieser Deal okay. Mein Deal ist eben ein Gelübde, weil ich eben glaube, dass wir hier in Europa grundsätzlich zu wenig auf die junge Dynamik der Kirche im Süden schauen. Wir haben dort sehr stark wachsende Kirchen, die unter Islamismus leiden, unter Armut, wo wir jetzt helfen könnten, sollten, müssten. Und die Gesundheitssysteme sind besonders etwas, wo jetzt eben Priester und Ordensfrauen und Ordensgemeinschaften hilfreich unterwegs sind. Und deshalb also das Gelübde, dass wir dann ein Spital, ein katholisches Spital bauen in einer der ärmsten Gegenden Afrikas. Wir haben das sehr gut ausgearbeitet mittlerweile. Wir sind dauernd dran am Planen mit den Missionsbenediktinern. Es schaut sehr gut aus. Der Islamische Staat konnte in Nordmosambik jetzt zurückgedrängt werden. Es war eine dramatische Situation. Wir glauben, dass es gerade deshalb auch richtig ist, genau dort das Spital zu bauen. Erstens, weil die Missionsbenediktiner von St. Ottilien das sehr gut können. Und zweitens, weil wir dann dort das Christentum stabilisieren, weil es kommt, der Islamismus, der kommt aus dem Osten jetzt auch nach Afrika. Der kommt schon von Norden runter in die subsaharische Zone. Jetzt kommt er auch noch von dem Osten. Und gerade wenn wir dann sowas bauen mit einer geistlichen Gemeinschaft, dann stabilisieren wir dort das Christentum. Also das ist so mein Deal mit dem lieben Gott, damit wir ihm etwas hinhalten als eine Tat
bitte nicht, wenn du uns hilfst jetzt, dass wir durch diese Krise kommen, dann wollen wir einen großen Akt der Nächstenliebe setzen und eben dieses St. Karl Borromeo Spital bauen. Das ist mein Deal. Solche Deals, aber bitte sag's lieber Gelübde, weil das erinnert mich so sehr an Trump und an irgendwelche Sachen. Deal, ja, sag's lieber Gelübde oder Versprechen an Gott. Das wäre mir lieber, damit wir im geistlichen Bereich bleiben und das Ganze dann nicht so eine ökonomische Dimension annimmt. Damit wir im geistlichen Bereich bleiben, möchte ich am Ende dieser 100. Sendung Stunde der Seelsorge auch der Gottesmutter Maria danken. Sie wacht über uns. Diese Ikone ist schon gehört zu uns und ich bete immer vor jeder Sendung ein Ave Maria, damit die Gottesmutter weiterhin auch ihre Hand über uns halten möge. Und so schauen wir dankbar zurück, hoffnungsvoll nach vorne und auch vertrauensvoll. Ich darf dich um ein Gebet bitten und um den Segen. Herr Jesus Christus, ich danke dir heute ganz ausdrücklich dafür, dass du den Pfarrer Thomas Rimmel und auch mich als nichtswürdigen Diener verwendest, dass wir Menschen Kraft und Richtung und Trost geben können. Wir bitten dich weiterhin um deinen Heiligen Geist, dass du alle unsere Fehler ausbügelst, die wir machen, wo wir manches unausgegoren aussprechen, dass du uns aber auch beistehst und hilfst, dass wir Menschen gerade in dieser Pandemie Richtung geben und sie mit dir verbinden, denn du bist unser Herr, Heiland und Hirte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache des heiligen Karl Borromeus segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Lieber Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein, für Ihre Zuschriften. Bleiben Sie uns treu. Der liebe Gott möge Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.